Meghan schwört während ihrer Schwangerschaft auf Akupunktur. Herzogin Meghan, 37, soll eine Verfechterin alternativer medizinischer Behandlungsmethoden sein. Und wie viele werdende Mütter ergreift sie alle vorgeburtlichen Maßnahmen, um sich und ihr Baby im dritten Trimester so glücklich und gesund wie möglich zu halten. Die ehemalige Schauspielerin soll nun Sitzungen bei dem in London ansässigen Star-Akupunktor Ross Barr haben. Und er ist kein Unbekannter für Meghan, die beiden kennen sich bereits aus der Zeit der königlichen Hochzeitsvorbereitungen. Ross arbeitet für eine schillernde Klientel, bereits im Mai vergangenen Jahres soll er Prinz Harry, 34, und seine Meghan behandelt haben. Nun habe sich die werdende Mutter erneut an ihn gewandt. Meghan hat regelmäßige Akupunktursitzungen, er hilft ihr loszulassen und sich zu entspannen, sagte eine anonyme Quelle aus Ross' Umfeld gegenüber Vanity Fair. Es ist unschlagbar für die Durchblutung und die Steigerung der Blutversorgung der Gebärmutter. Meghan plane daher bis zu ihrem Geburtstermin regelmäßige Akupunktursitzungen mit Ross. Ende April oder Anfang Mai soll das erste Kind von der 37-Jährigen und Prinz Harry auf die Welt kommen. Ross' Praxisräume liegen in Notting Hill und Wimpole Street, dem Hotspot für Privatärzte. Für die Behandlung von Meghan wird der Akupunktor aber wohl eher einen Haustermin anbieten. Die 45-minütigen Sitzungen kosten umgerechnet zwischen 100 und 140 Euro. Für einen Nicht-Royal wäre das vielleicht eher ein Spezialtreatment für zwischendurch als eine Routinebehandlung.